Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Die Sims 3. Ja, in einer Stunde fährt bei unserer lieben Verena die Fahrgemeinschaft, weil wir nämlich zur Arbeit müssen. Und ich komme wieder mit der Kamerasteuerung nicht klar. Ich werde erstmal den Napf füllen für unsere liebe kleine Miezi-Tatzi. Und werde dann, glaube ich, noch eine Kleinigkeit essen. Nämlich noch ein bisschen Müsli, dass ich auch, ja, satt zur Arbeit gehe. Das sollte ja zum Frühstück eigentlich reichen. Krümelchen. Was machst du denn da? Aus Fenster gucken? Oh, wie süß. Können wir nicht irgendwie... Gibt es nicht für Katzen sowas, wo die sich dann da draufstiegen können? Anscheinend überhaupt nicht. Das wäre so voll süß, weil dann können sie sich da einfach in Ruhe draufsetzen und rausgucken. Was ist denn hier für Zeug? Ein Mistelzweig. Oh, wie süß. Da, 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 da. Da, 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 da. Oh, ist ja süß, Mann. Was gibt's denn hier alles? Ich hab gar nicht wirklich reingeguckt. Das ist... Schön, was es hier alles gibt. Aber es ist auch alles so teuer. Naja. Wir gehen jetzt zur Arbeit. Damit wir unsere Rechnung bezahlen können. Ich hoffe, das Kratzding reicht noch, solange ich weg bin. Ich werde extra wie verrückt schuften. Dass ich auch erfolgreicher bin in meinem Job und vielleicht befördert werde. Du kannst doch auch einfach rausgehen, Kleine. Hm? Hey, geh doch einfach hier hin, kleine Maus. Oh, wir haben eine Rechnung gekriegt. Guck mal, jetzt bist du draußen. Jetzt musst du nicht immer rausgucken. Also, Seltsame Katze. Ja, wir fühlen uns nicht ganz so toll, aber dafür werden wir befördert und kriegen mehr Geld. Das ist halt der Vorteil, wenn wir jetzt das machen. Da, 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 da.
herzlichen Glückwunsch. Die gute Leistung von Verena hat einen Bonus von 492 Simoleons und eine Beförderung eingebracht. Sie ist nun Berichteverfasserin. Es ist schwierig, die richtige Entscheidung zu treffen, wenn Milliarden von Simoleons auf dem Spiel stehen. Der Vorstand hat ihr aufgetragen, Berichte zu schreiben und detaillierte Analysen zu erstellen. Bis morgen früh. Und das jeden Morgen. Aber immerhin kannst du dich so beim Chef einschleimen und vielleicht sogar auf eine bessere Position hoffen. Yay! Yeah. Yay! Yeah. Das ist doch cool. Das sollte doch möglich sein. Aber blau machen. Ja, weil du jetzt ein bisschen überarbeitet bist. Ja, gut, das kann ich nachvollziehen. Und dann schau doch einfach ein bisschen fern. Und wir sollen jetzt für den Arbeit... Okay. So. Wir gucken jetzt Fernsehen, um uns zu entspannen, weil wir haben uns das nach diesem langen, harten Tag eigentlich echt verdient. Und ich werde jetzt nochmal gucken, ob ich diese klebrigen Carbonara loswerden kann. Nein, kann ich nicht. Ich weiß echt nicht, zu welcher Zeit ich das wegbringen kann. Weil was ich machen muss, ist hier ein beliebiges Rezept Mahlzeit. Für eine Gruppenmahlzeit zuzubereiten. Habe ich doch gemacht. So, uns geht's ein bisschen besser. Dann gehe ich nämlich eben schnell kochen. Das hat ein Grümelchen vor. Kratzen. Jetzt haben wir auch ziemlich viele Simoleons. Nee. Können wir uns davon jetzt eine bessere Dusche leisten? Nicht, dass sie dann immer rumheult. Nehmen wir diese und wir könnten, ja, die können wir verkaufen und können, uns diese Dusche auf jeden Fall leisten. Das hat einfach nur Hygiene. Aber ich glaube, sie wünscht sich ja die ganze Zeit diese Dusche. Dann, ja, dann tun wir ihr mal diesen Gefallen, dass sie wieder in einer super tollen Dusche duschen kann. So, ich gehe jetzt schön duschen und du möchtest... So, gucken. Eine neue Dusche. Okay. Das ist okay. Das interessiert mich nicht mehr. Ich gehe deswegen nebenbei mal aus Töpfchen, ne? Stört ja nicht. Warum duscht sie jedes Mal? Wahrscheinlich, weil du wasserscheu bist. Okay. Daran könnte es natürlich liegen, dass du deswegen verzweifelt bist, weil du wasserscheu bist. Meine liebe Irre. Wir sollten eigentlich nicht mehr rausgehen jetzt. Mit den Aliens, die letzte Nacht da waren, in der letzten Folge, und hier irgendwie im Haus rumgesucht haben, irgendwas. Sollten wir echt aufpassen. Schauen wir noch ein bisschen den Wetterbericht an. Unsere Katze braucht eigentlich ein bisschen sozial. Lass uns sie doch ein bisschen um sie kümmern.
anschnüffeln lassen, Leckerchen geben. Wir reden ein bisschen mit ihr, streicheln sie und umarmen sie. So, das kommt gerade in den Mülleimer. Komm mal hier, Grünchen. Hm? Oh, was du? Ladiki Maiba. Tapinda. Oh. Weevu. Yurga. Kuivu. Manzu Liznet. Bissel Frib. Oh, Flavinucci. Sabu Flavinucci. Protégé. Und der Kleinen geht's wieder perfekt. Das ist gut, dann bringe ich das noch raus und gehe dann schlafen. Oh, sie fühlt sich geliebt. Jetzt bewacht sie ihr Bettchen. Oh. Kann ihm das immer noch nicht vorbeibringen. Das ist doch die Höhe. Und Krümelchen ist gut damit beschäftigt, die alles Mögliche immer zu bewachen. Fahrgemeinschaft fährt wieder in einer Stunde. Warum schläfst du eigentlich immer so lange? Echt nicht normal. Ich glaube, müssen wir den gleich ersetzen, wenn sie fertig ist. Philipp ruft an. Mit dem muss ich jetzt noch... Klar reden wir ein bisschen. Nurgle-Nix. Das ist nicht. Tafila? Tom Flanger nennt den Nutzel. Ja, ich komme ja sofort. Ich bin doch noch gerade am Plaudern. You got her. Ja, wir sind zu spät, aber ich schufte dadurch wieder für verrückt. Aber ich musste unbedingt mit Philippe plaudern. Ich nehme dafür jetzt ein Taxi. Krümelchen putzt sich direkt neben der Toilette. Interessant, das Kätzchen bist du, meine Süße. Hat zum ersten Mal ein Wildpferd gesehen. Wo hast denn du ein Wildpferd gesehen? Ach da, da stehen einfach mal ein paar vor unserer Tür. Der Anblick der ungezähmten, ungeputzten und rohen Eleganz des Wildpferdes wird nicht so schnell vergessen. Ich glaube, du brauchst echt einen kleinen Freund, oder? Wo spielst du?
ob ein kleiner Freund ist für Krümelchen echt eine gute Sache. Dann fühlt sie sich nicht ganz so alleine den Tagsüber und kann halt einfach... Ja. Hey, wir haben heute ziemlich viel verdient. Ist das Philippe? Nee, schade. Ich glaube, wir sollten... Ich glaube, es mag mich nicht, oder? Was ist, wenn ich den Leckerchen gebe? Es hagelt. Nein, okay. Dann gehe ich zurück zu meinem Krümmelchen. Es hagelt nämlich ziemlich stark. Können wir eigentlich irgendwie so einen Regenschirm oder sowas kaufen? Es muss es da irgendwo geben, einfach so ein Regenschirm. Da, Regenschopper, Wasserfest. Den tue ich dir mal ins Inventar. Dann können wir den nämlich auch verwenden, wenn wir unterwegs sind. Könnt ja jetzt noch Philippe einladen. Haushalt von Philippe Marsch. Oh mein Gott. Ja, ich will Philippe einladen. Ach so, den. Ja. Ich kann den Haushalt. So. Ja, ich möchte natürlich. Ich kann jemanden aus seinem Haushalt einladen oder ihn einladen. Ich bürste mal und dann. Spiele ich noch so ein bisschen mit der Kleinen. Und dann muss ich noch mal gucken. Ich kann das nicht wegbringen. Warum kann ich das nicht wegbringen? Ich muss ihm das Essen abliefern. Wie, das Erforderliche ist nicht in meinem Inventar. Beppo Dopsy Isho. Laxmina. Fo. Sobidan Chibaru. Mhm. Waliat Bandaglan. Mhm. Ansum.
Bepto Gonish. Fin Plots Tukalisi. Nanus. Seltsam. Ani! Woba! Me, Woba, Wizard Chu. Solltest du dir vielleicht die Geistergeschichte wirklich anhören? Upsa, Mojika, Juba, Bayadu. Wir haben uns mit ihm angefreundet. Abrufma, Natschuni, Jabusensibruf, Klargi Yemets. Oazu. Hör auf mit deiner blöden Geistergeschichte. Wir machen einfach mal so einen koketten Witz. Wanna hasamu, vow Tanji. Tiku. Er ist flirtfaul. Er flirtet nicht gerne. Wie hat er da eine Frau gekriegt? Sal aber na woo, na wibs. Thunips, dunor? Anubi, abkobine Shasha. Wie hat er da eine Frau gekriegt? Hamis Schopf und Kenji Misthaufen haben sich verlobt. Yay. No Biber Tulan. Sibi no. Sharka Lube. Steenie Long. Kadidi. Ibi Thorg. Ich flirte ihn einfach mal mit meiner Spezialmacht an. Ich sollte ihm nicht ständig Geheimnisse verraten. Solltest du hier vielleicht übernachten? Rousy Babs. Nasorba Subikawa. Es ist toll, dich kennenzulernen. Zingscha. Gazni. So, ich möchte ihn noch ein bisschen kennenlernen. Wang, Plurzawi Bibs. Danke für die Einladung. Ich freue mich wirklich darauf, bei dir zu übernachten. Das wird toll. Warum macht er das einfach? Das machen doch... Weiß ich nicht, das ist... Magst du keine Katzen? Magst du etwa keine Katzen? Das will ich dir nicht raten, dass du keine Katzen magst, ja? Komm her, Philippe. Oh, ein Reh oder so. Zufi Quina Signo. Chagu. Zalula. Ein bisschen tratschen, plaudern. Freundlich kennenlernen. Wusstest du, dass Rodney Singleton Unmengen von Geld besitzt? Das hätte ich nie gedacht. Ich erzähle ihm noch eine Geschichte. Umarme ihn freundschaftlich. Zuneigung ausdrücken. Schaffe ich das, ihn verliebt zu umarmen? Ich spule jetzt gerade mal ein bisschen. Die unterhalten sich ja gerade ganz lieb. Also ich bin Rot-Fan, er liegt Blau. Auch voll in Ordnung. Dagzuna, Salachu, Yayin, Fabuzi,
möchten Philippe küssen. Schaffe ich das? Anscheinend nicht, oder? Warte nochmal. Okay. Kann ich mich entschuldigen? Ein koketter Witz? Für wenige Individuen haben einen so hervorragenden, beglückenden und aufregenden gemeinsamen Ausflug erlebt, wie den gerade beendet. Hat noch ein Hühnchen zu rum. Ich denke, ich mache, dass ich verschwinde, bevor sie sich an die Gurgel gehen. Ich entschuldige mich mal. Naja, ich gehe mal eben duschen. Und nochmal auf die Toilette. Der Kleinen geht's gerade relativ gut. Und dann gehe ich einfach mal ins Bett und schlafe. Ja. Ich hatte ja angeblich nicht das richtige Essen dabei. Da kann ich ja auch nichts für. Naja, ich mache jetzt hier an dieser Stelle einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge am Dienstag wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Ciao.